Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um die FIFA 20 Player Ratings, die released worden sind. Wir schauen uns heute mal die Top 10 an. Wenn ihr Lust habt, können wir uns auch noch die anderen anschauen. Einige haben es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, aber ich wollte das Ganze trotzdem für euch hochladen, das Ganze noch ein bisschen mit euch besprechen, eure Meinung wissen. Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Dann können wir das Ganze auch gerne noch zu den anderen Spielern machen. Ja, können wir noch Top 10 bis 20, 30 und so weiter und so fort machen. Ja, wollt ihr es noch sehen? Schreibt es in die Kommentare. Hashtag ja, Hashtag nein, ich weiß nicht. Einfach mal reinschreiben, Leute. Ne? Ganz entspannte Sache. Immer, ihr wisst es. Shop auschecken, nice Designs. Nicht vergessen, oben Link ist in der Beschreibung. Das hier gibt es auch noch in schwarz-weiß, orange, blau, rot, grün in den 4 Camouflage-Farben. Also checkt's aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Ja, die nice LED-Lampe ist auch wieder mal am Start. Und die Handyhüllen in den 4 Camouflage-Farben. Orange, blau, rot, grün. Also checkt's aus, wenn ihr wollt. Und gratis Autogrammkarte, auch noch am Start. Links, wie gesagt, in der Beschreibung, gerne abchecken. Wir schauen uns mal die Top 10 an. Ihr seht es schon, wir fangen, würde ich sagen, an direkt. Wir können jetzt oben anfangen. Ich würde sagen, wir fangen aber direkt an mit Ronaldo und Messi, Leute. Was soll der Geiz? Ihr könnt mal direkt dazu eure Meinung reinschreiben, ja? 94er Messi, 93er Ronaldo. Was meint ihr? Meiner Meinung nach, auch wenn das, ehrlich gesagt, nicht die beste Saison war von Ronaldo, muss man ehrlich gesagt sagen. Und Messi, klar, besser war diese Saison, fand ich auch. Finde ich, es hat Ronaldo trotzdem verdient, ebenfalls eine 94 zu haben. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Ronaldo-Fan bin, sogar, oder weil ich Messi-Fan bin. Ich mag beide übertrieben krass. Deswegen ist meiner Meinung nach eigentlich für beide eine 94 angebracht, man, ohne Scheiß. Weil das ist wieder so ein, eigentlich unnötig, man, weil da gibt es ja wieder so ein Battle, Alter, wer ist besser, Ronaldo oder Messi? Der, wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach unnötig, weil diese beiden Spieler sind so krank. Die haben es einfach verdient, dass nicht, oder meiner Meinung nach, haben die es verdient, dass nicht immer dieses Battle entsteht, wer ist besser, Messi oder Ronaldo, sondern, bam, einfach beide für immer dasselbe Rating, Alter, ohne Scheiß, weil das sind beide so Ausnahmespieler, die müssen in meinen Augen immer dasselbe Rating haben, damit da keine, gar keine Diskussion entstehen können, wisst ihr, was ich meine? Deswegen hätte ich Ronaldo auf jeden Fall auch eine 94 gegeben. Ihr könnt reinschreiben, Leute, was hättet ihr Ronaldo gegeben, was hättet ihr Messi gegeben? Schreibt es in die Kommentare, ihr könnt generell bei jedem Spieler natürlich den Namen danach, Doppelpunkt und dann euer Rating hinschreiben, ja, bin ich mal gespannt. Messi, wie gesagt, 94, dieses Jahr also besser als Cristiano Ronaldo, was ich auch richtig komisch finde, bei Messi, Messi zum Beispiel 39 Defending und Ronaldo hat 35 Defending. Digga, es gibt, glaube ich, keinen Spieler, okay, Ronaldo macht jetzt auch nicht viel nach hinten, aber es gibt, glaube ich, ohne Scheiß keinen Spieler, der weniger nach hinten macht als Messi. Ohne Scheiß, Messi macht eigentlich so wenig nach hinten, das muss man mal ehrlich dazu sagen. Der geht, also Messi ist schon eine Seltenheit, wenn der mal in die eigene Hälfte mitgeht. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich schon eine Seltenheit bei Messi. Und wie gesagt, ich sag das jetzt nicht, weil ich Messi oder Ronaldo-Fan bin sogar. Wenn ich ehrlich bin, tendiere ich sogar eher dazu, wenn mich jemand fragt, wen feierst du mehr, Ronaldo oder Messi, sage ich so oder so immer. Beide sind kranke Spieler. Für mich gilt keiner, keiner ist besser. Ihr könnt gerne reinschreiben, wen ihr besser findet. Hashtag Ronaldo, Hashtag Messi. Aber in die Kommentare, für mich sind beide einfach übertrieben krank. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sogar eher zu Messi tendieren, ja, also jetzt nur mal so, dass jetzt hier nicht irgendwie die Messi-Fans sagen, ja, du kritisierst ihn, weil du Ronaldo-Fan bist oder so, nein, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar eher sagen Messi, ja, aber wie gesagt, in meinen Augen sind beide einfach genau gleich gut und absolut krank, aber trotzdem finde ich es eigentlich komisch, dass Messi mehr Defending hat als Ronaldo, wie gesagt, Ronaldo macht auch nicht viel defensiv, aber in meinen Augen mehr als Lionel Messi auf jeden Fall, dann bei den Skills und bei dem schwachen Fuß alles gleich geblieben. Das war im letzten Jahr auch schon genauso, sonst haben sich die Werte auch nicht so krass verändert. Das Einzige, was halt komisch aussieht, ist das Wappen bei Cristiano Ronaldo. Vom Pio Monte Calcio, geile Sache auf jeden Fall. Aber sonst, naja, ich hätte auch gedacht, dass Messi vielleicht Stürmer wird. Ist wieder rechter Flügel. Selbst schneller geworden? Wie viel Tempo hat der letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr hatte der 86 Tempo. Boah, ich weiß nicht mehr genau. Kann sein, dass der letzte Jahr 86 Tempo hatte. Kann sein, dass er ein bisschen schneller geworden ist, aber wenn nicht viel. Dann haben wir Neymar noch am Start. Ja, Hazard am Start. Ich kann mal kurz vielleicht, zack, mal ein bisschen ranzoomen. Boah, das ist, ja, so ist aber sehr, sehr nah. Na gut, so ist sehr, sehr nah dran. Gehen wir nochmal eins zurück. Ich glaube, das reicht schon so. Zack, haben wir auch alle im Bild. Neymar auch 92 rated. 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot. Hatte letztes Jahr auch 92, ne? Also von daher auch nicht besser, nicht schlechter geworden. Ich hätte ihm vielleicht sogar einen Downgrade gegeben auf 91, weil er auch wieder lange verletzt war. Hätte man da überlegen können, auf 91 runterzugehen. Wie immer gerne zu jedem Spieler schreibt Neymar Doppelpunkt, Hazard Doppelpunkt, De Bruyne und so weiter. Schreibt zu jedem Spieler gerne euer Rating, das ihr dem gegeben hättet für FIFA 20. Eden Hazard auf 91 hoch, finde ich auch genau richtig. Hätte ich auch so gemacht, auf 91, hatte letztes Jahr 90, dieses Jahr 91, gute Saison gespielt. Wechsel zu Real Madrid pusht auch nochmal ein bisschen, also 91 ist eigentlich schon vollkommen in Ordnung. Hätte ich auch so gemacht.
4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß auch am Start, ist genau gleich wie letztes Jahr. Sonst bei den Werten. Ja gut, hat sich jetzt auch nicht so viel verbessert, wenn man ehrlich ist, aber ich finde 91 ist schon vollkommen passend für Eden Hazard, optimale Sache. De Bruyne auf einer 91, war letztes Jahr auch auf einer 91, oder? Oder auf einer 90 die normale Karte. Ich glaube, der war auch auf einer 91, ne? Also hat sich nicht viel getan, ist so geblieben. Hat keine mega gute Saison gespielt, wenn man ehrlich ist. Keine schlechte Saison, war aber auch übertrieben lang verletzt. Hätte man sogar auch vielleicht runtergehen können. Einen Ratingpunkt runter auf 90. Gut, 91 kann man noch mehr oder weniger akzeptieren. Aber wie gesagt, der war ja, glaube ich, 4-5 Monate verletzt oder so. Deswegen habe ich eigentlich safe damit gerechnet, dass der einen runtergeht. Aber gut, er hat gegönnt, hat den erstmal auf 91 gelassen. Aber gut, ob der jetzt 90 oder 91 hat, ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so entscheidend. Oblak ist krass, ne? Auf 91. Was hat der letztes Jahr? 90, oder? Ich glaube, letztes Jahr hatte der 90. Nee, hatte der überhaupt 90? Doch, letztes Jahr hatte Oblak 90. Der ist auch ein hochgegangen auf 91. In meinen Augen auch auf jeden Fall richtig. Oblak damit der beste Torhüter des Spiels. Letztes Jahr war es ja noch Neuer, ne? Der beste Torhüter. Jetzt ist es Oblak in meinen Augen auch vollkommen richtig. In meinen Augen ist Oblak seit 3 Jahren eigentlich der beste Torhüter der Welt. Oblak ist immer underrated. Weiß ich auch nicht warum. In den letzten 3 Jahren schon gewesen. Weiß ich auch nicht. Die letzten 3 Jahre war entweder immer Neuer oder Neuer oder De Gea bester Torhüter im Spiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da mit Oblak ist. Weil in meinen Augen ist, wie gesagt, Oblak seit, sagen wir mal, 2 Jahren. Vielleicht sogar 3 Jahren der beste Torhüter der Welt. Weil der ist halt immer ein bisschen underrated, weil der bei Atletico Madrid spielt. Aber, Digga, ich finde Oblak ist der beste Torhüter. Momentan auf jeden Fall safe der beste Torhüter. Und wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren in meinen Augen auch schon der beste Torhüter. Aber gut, kann man natürlich jetzt auch so sehen, wie man es sehen will. Aber ich finde, Oblak ist eine Maschine. Von daher 91 und bester Torhüter des Spiels auf jeden Fall verdient. Van Dijk ist auch krass, Alter. Diese Karte ist so heftig. Ich bin gespannt, Alter. Was denkt ihr, wie teuer wird 90er Van Dijk werden? Am Anfang safe 500.000-600.000. Ey, krass, Alter. Bester Abwehrspieler des Spiels, verdient Europas Fußballer des Jahres geworden. Ich bin gespannt. Ich glaube, Van Dijk könnte auch Weltfußballer werden. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Also ich denke mal Messi oder Van Dijk. Ich denke mal Ronaldo ist mehr oder weniger dieses Jahr raus. Aber ich glaube, zwischen Van Dijk und Messi wird es sich entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder Messi wird. Ich würde es aber Van Dijk übertrieben gönnen. Kranke Karte, ne? Richtig kranke Karte. 77 Tempo, 90 Defending, 86 Physis. Ey, Digga. So eine kranke Karte. Einfach dieses Jahr besser als Ramos. Wie viele Jahre war Ramos der beste Verteidiger des Spiels? 3 Jahre? 4 Jahre vielleicht sogar? War Ramos jedes Jahr vom Rating her der beste Innenverteidiger? Und jetzt hat ihn Van Dijk abgelöst, aber vollkommen verdient. Vollkommen verdient. Also von daher sehr, sehr geil. Was hat der letztes Jahr gehabt zu Beginn? Ich glaube 85, 86? Einfach sich um 4, 5 Punkte verbessert. Krass, Mann. Aber verdient auch in meinen Augen. Ja? Also Van Dijk absolut verdient. 3 Sterne Skills, 2 Sterne Skills, 3 Sterne Schwachfuß. Naja, gut. Dann haben wir Salah. Auch in meinen Augen vollkommen in Ordnung. 90er Rating hätte man vielleicht... Ja, okay, 91 wäre zu übertrieben. 90 ist schon optimal. Modric ist ein runter, ne? Hatte der 91 die normale Karte? Ich glaube schon. Hätte ich sogar, vielleicht wäre ich noch einen runtergegangen auf 89. Ich mag Modric, ich feiere Modric übertrieben letztes Jahr. Wurde er eigentlich Europas Fußballer des Jahres letztes Jahr auch? Ich weiß nicht, auch auf jeden Fall Weltfußballer. Ich glaube, der wurde auch Europas Fußballer des Jahres letztes Jahr. Und Weltfußballer dann, oder? Ich weiß nicht. Weltfußballer war auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er Europas Fußballer des Jahres auch war. Gute Frage. Könnt ihr mal reinschreiben. Aber ist auch scheißegal. Ich hätte ihn trotzdem dieses Jahr auf 89 sogar runtergestuft, weil wirklich... Real generell schwach gewesen, Modric auch generell absolut schwache Saison gespielt, ist man viel, viel mehr von Modric gewohnt, also der kann das einfach viel, viel besser, deswegen hätte man ihn auf 89 runterstufen können, aber ja, 90 geht auch, ist schon in Ordnung, so ein Modric auf 90 sieht schon fresh aus, egal, ist ja jetzt nicht unverdient, ne? War die ganzen Jahre über so gut, kann man sich auch mal eine schlechte Saison erlauben, ohne direkt auf unter 90 runter zu gehen, also von daher, ja, ist schon okay, man, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, alles gleich geblieben, hat der letzte, glaube ich, auch, also von daher, bei den Top 10 Spielern hat sich hier bei Skills und schwacher Fuß, glaube ich, nichts verbessert oder verschlechtert, also bei keinem, glaube ich, ist bei, oder, hatte Salah nicht letztes Jahr 2 Sterne schwacher Fuß? Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr war. Salah hatte auf jeden Fall mal 2 Sterne schwacher Fuß. Das war mal immer so ein Grund, warum den viele nicht gespielt haben. Boah, das kann aber auch schon 2 Jahre jetzt her gewesen sein. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr es noch wisst. Letzter Spieler dann, Marc-André Ter Stegen. Der beste deutsche Torhüter oder auch der beste deutsche Spieler überhaupt. Vollkommen verdient. Ter Stegen, 90er Rating.
Letztes Jahr zu Beginn 87 gehabt, dann Upgrade bekommen auf 88, jetzt auf 90, also hoch, vollkommen verdient. Viel, viel besser als Neuer, in meinen Augen die ganze Zeit schon. Auch eigentlich hätte der verdient Nummer 1 sein müssen im deutschen Tor. Neuer natürlich auch eine Legende, kannst du auch nicht einfach so rausstellen. Aber da wird er in den nächsten Jahren, denke ich mal, auch irgendwann den Stammposten übernehmen. Das ist klar, das ist wie mit damals bei Kahn und Lehmann, dass da Lehmann reinkam. So wird es bei Ter Stegen und Neuer dann sein. Weil der Typ ist einfach eine Maschine, Alter. Wie der hält bei Barcelona, ist einfach unnormal. Ich hätte ihm vielleicht sogar auch eine 91 gegeben, ja, mit Oblak vielleicht gleichzusetzen. Aber da hatte ich ja eben auch gesagt, in meinen Augen Oblak. Also Oblak und Ter Stegen sind in meinen Augen die besten Torhüter, ja. Oblak vielleicht noch so einen kleinen Ticken besser. Auch wenn er immer, wie gesagt, nicht auffällt. Obwohl Ter Stegen letzte Saison auch übertrieben krank war. Letzte Saison war vielleicht sogar Ter Stegen wieder diesen Ticken besser, ey. Deswegen, ich hätte Ter Stegen vielleicht sogar auch eine 91 gegeben, Alter. Die beiden hätten es schon verdient, auf jeden Fall. Aber 90 ist auch okay. Das war's dann von den Top 10. Wenn ihr Bock habt, schauen wir uns noch die Plätze 11 bis 20 an, 21 bis 30. Ich weiß nicht, ob der Rest dann noch so interessant ist. Könnt ihr mal reinschreiben oder den Rest nochmal im Schnelldurchlauf dann zusammen. Schreibt's rein, Leute. Dann machen wir das noch auf jeden Fall morgen. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke, Junge, ist dazu was. Ne, wisst ihr, checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs, schwarz-weiß, als T-Shirt, als Pullover. Das hier gibt's ebenfalls als T-Shirt, als Pullover in Orange, Blau-Rot-Grün. In den 4 Camouflage-Farben. Checkt es aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir auch noch am Start. Die Handyhüllen in Orange, Blau-Rot-Grün gibt's auch und vieles mehr. Checkt es aus. Gratis Autogramm, ja, gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also wenn ihr Lust habt, gerne abchecken. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock, ne? Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.